Am Fuße der Benediktenwand liegt das idyllische Dorf Benediktbeuern. Umringt von satten Sommerwiesen, Obstgärten und einer sagenhaften Bergkulisse eignet es sich prima als Erholungsort oder als Ausgangspunkt für Wanderungen. Seinen Namen verdankt das Dorf dem ältesten Kloster Oberbayerns, welches im Jahre 739 als Ordensstift gegründet wurde und eine bewegte Geschichte hinter sich hat. Ein Teil des Klosters steht tagsüber zur freien Besichtigung offen oder für einen gemütlichen Spaziergang durch die Klosterhöfe. Die Reliquie des rechten Armes des heiligen Benedikt gab dem Kloster seinen Namen. Der religiös-bäuerliche Charakter des Dorfes zeigt sich besonders um die Dorfstraße herum. Hier gibt es zahlreiche kunstvoll bemalte Häuser mit typisch bayerischen Geranien bepflanzten Balkonen. Ein Gedenkkreuz erinnert an den Dreißigjährigen Krieg. 1632 drangen Schweden plündernd ins Kloster ein und marterten den einzigen nicht geflüchteten Pater Simon Speer zu Tode. Moderne und Geschichte geben sich in Benediktbeuern die Hand. So kann man nach einem Besuch im Alpenwarmbad gemütlich im Gasthof zur Post, einer Tafelstätte aus dem 14. Jahrhundert, zu Mittag essen. Auch Goethe ließ es sich hier auf seiner dritten Italienreise gut gehen und schrieb in sein Tagebuch: Benediktbeuern liegt köstlich und überrascht bei seinem Anblick.